Einen schönen guten Heiligabend zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Dragos News. Ja, ich habe jetzt längere Zeit echt wenig Zeit gehabt, Minecraft auf dem Server zu livestreamen und hatte da auch ein bisschen anderes Spiel im Kopf, nämlich Path of Exile. Da habe ich ein neues Bild entdeckt und habe jeden Tag ungefähr 17 bis 20 Stunden gespielt. Also da kam leider nur Time Quest noch in Frage, weil Path of Exile einfach ein bisschen Anzeigeprobleme hat, so ein bisschen verschoben ist in Richtung unten rechts. Und ja, jetzt freue ich mich aber extremst wieder auf Minecraft. Ich livestreame heute und morgen dann recht lange. Mal schauen, wie ich dann am Abend fit bin. Eventuell muss ich es halt dann wieder abbrechen. Also ja, einfach nicht so lange machen. Aber ich denke, ich werde genügend schlafen können jetzt. Und dann geht es wieder los mit Minecraft. Es haben sich schon wieder zwei Abonnenten gedacht. Sie wollen ja nicht immer wieder so lange auf Minecraft-Folgen warten. Ist klar, es ist mein beliebtestes Projekt, aber auch mein schwerstes Projekt. Alles, was mit Minecraft zu tun hat. Und deshalb kann es halt eben sein, dass Minecraft ab und zu dann für ein paar Tage, sind ja nur ein paar Tage vergangen, dann einfach pausiert wird. Es geht immer weiter. Und ihr dürft es natürlich auch immer sofort wünschen. Das ist das einzige Projekt, das eigentlich wirklich die ganze Zeit kommt, oder? Andere Spiele kommen nicht da jederzeit. Also. Und Minecraft ist einfach ein super tolles Spiel, aber eben auch ein bisschen ein schwereres Spiel für die Köpfe und alles Mögliche. Weil ich spiele sehr gerne Action-Rollenspiele, da man einfach so ein bisschen abschalten kann und ein bisschen Action hat, was einem wieder ein bisschen in Motivation bringt, etwas anders zu machen und so weiter. Also es ist sehr wichtig und deshalb hat Minecraft nicht immer so ganz 100% Platz, aber es ist wirklich viel, was ich hier bringe. Und ja, jetzt haben wir einfach das Problem, dass viele Leute nicht auf den Server kommen, weil irgendwie Forge Probleme macht. Kann ich verstehen, Forge ist halt einfach nicht gerade so ein gutes Programm, dass es auf jeden PC geht und so, vor allem Ladezeiten sehr lange sind oder einfach abstürzt. Und es ist halt einfach, so. Und ich kann jetzt das Modpack auch nicht wieder ändern. Es ist ein bisschen groß, also es braucht viel RAM. Aber es hat halt vor allem wegen den Baublöcken und ich glaube RF Tools ist halt auch noch ein bisschen schuldig. Da können wir sicher irgendwie etwas bereden im Livestream heute und morgen für die, die Zeit haben. Oh, ganz viele Waben haben wir hier. Können wir dann mal beginnen mit den Wabenzucht, vor allem die von Harvestcraft, die da. Und dann mal beginnen hier eine coole Festung zu machen. Ich habe mir so gedacht, man geht hier rein, hier ist der Haupteingang, den mache ich sicher noch ein bisschen größer und mache hier dann zu eine Mauer und man hat eigentlich so die Gebäude hier dazwischen, so also die die Privatgebäude und hier drin vor allem die königlichen, also die Kopfgeldkönige, sozusagen Anführerbosse sind da drin. Hier in diese Richtung können wir auch noch viel machen. Ja, also ab jetzt kommen dann auch noch Path of Exile Videos natürlich, wie mein Fortschritt so ist. Und ich bin so schnell unterwegs, der Bild ist so OP. Ihr kommt nie drauf, was für ein Zauberer es ist. Es ist nämlich wieder ein Totem und einer der ältesten Totem, die es gibt, noch vor dem Spell-Totem und dem Shockwave-Totem, nämlich dem Flame-Totem. Der
war immer so langsam. Ich hatte nie Spaß mit dem. Aber jetzt ist er so mega blitzschnell und macht alle Gegner auf dem Bildschirm in Sekunden schnell down. Sogar Bosse. Ich bin jetzt wirklich noch an keinem Boss gestorben. Nur an ganz unfairen Nemesis-Monster und so weiter bin ich gestorben. Gehen wir mal kurz schlafen, nicht Ding eingeben. Time set day. So. Die blöde Spinne. Ich hoffe, jetzt geht's. Ja. Nur die Spinne gewesen. Super. Ja. Es ist wirklich ein super Spiel momentan. Puff Exe. Sogar Genex hat jetzt angefangen. Er war leider ein bisschen beleidigt, dass er das erste Mal gestorben ist. Aber ich freue mich. Ich werde sicher ihn ja ein bisschen verfolgen auf Discord. Mal schauen, ob er Lust hat zu zocken, wenn er online ist. Ist wirklich so ein toller Mensch, das glaubt ihr nicht. Also unbedingt mal bei Genex vorbeischauen. Ja, mal die Inseln anschauen hier oben, ob die sich ein bisschen verändert haben. Finde ich eigentlich sehr cool. Die machen so ein bisschen die Welt auch ein bisschen farbig. Na, ist immer noch gleich. Können wir ein bisschen Schleim farmen das nächste Mal. Jo, und bei Time Quest auch. Dankeschön, dass ihr so viel schaut. Ich habe jetzt den Endboss vom normalen Spiel gelegt und jetzt kommt das erste Addon. Wie heißt es schon wieder? Immortal Throne. Das Immortal habe ich nicht gewusst, das Throne habe ich schon gewusst. Das Immortal, da kommen wir einem der bösesten Götter der griechischen Mythologie zu Gesicht und müssen sogar ins Jenseits gehen. Finde ich mega cool. Also unbedingt dranbleiben bei Titan Quest. Für die, die Titan Quest noch nicht gesehen haben und gar nicht kennen oder so, es ist wirklich ein mega super Spiel. Fast schon besseres Path of Exile. Und Path of Exile hat schon extremst. Das ist eines der beliebtesten Games auf Twitch. Oder eben auch Auszeichnung sogar bei GameStar.de als bestes Addon. Und ein kostenloses Game. Schade, dass es bei MMORPG nicht dabei ist, aber ja. Und eben Titan Quest, die müssen nur noch mal irgendwie etwas Größeres machen oder einfach ein bisschen überarbeiten. Dann ist es wirklich schon ebenbürtig mit Path of Exile. Einfach nur genial. Und ich hoffe auch bald kommen ein anderes Minecraft, weil so langsam, ja, habe ich halt wirklich keine Erfolge mehr mit Minecraft. Da müssen wir eben diesen Server mal richtig in Gänge bringen. Ich hoffe, es kommen so viel wie möglich. Und ja, ihr merkt es, ich habe mich so gut erholt in den letzten paar Tagen. Ich könnte jetzt wirklich Mega-Projekte eigentlich beginnen. Einfach bei Minecraft wird es ein bisschen schwierig. Da könnte ich eigentlich Livestreamen immer wieder. Und ja, was ihr halt wollt. Es ist ja, ihr seid ja die Zuschauer, also dürft ihr eigentlich auch wünschen. Also bei mir ist es so, oder? Bei mir könnt ihr alles wünschen. Wieso wachsen die Kakteen nicht? Komisch. Ja, also, erleben wir viel hier in Minecraft, in Path of Exile. Schauen wir viel, ich kann danach wieder livestreamen, muss einfach schauen, ob es flüssig geht. Da hat einfach Path of Exile irgendwie viel zu viel CPU-Verbrauch, oder es liegt einfach an Open Broadcaster Software, weil ich kann nicht ein Fenster öffnen in Open Broadcaster Software, wo dann geht. Ich muss den ganzen Bildschirm, also ich muss das ganze Spiel, ich muss eine Spielaufnahme machen. Die gleiche Spielaufnahme, die ich für Titan Quest auch spiele, da bespiele ich auch im vollen Bildmodus. Aber bei Minecraft geht es nicht. Ich weiß es auch nicht, also ja, vielleicht geht es schon, aber wenn ich streame, dann möchte ich natürlich auch immer wieder etwas nachschauen oder ja, Kommentare lesen und so weiter. Ein bisschen hochscrollen, also umstellen. Ja, mal gucken. Also, heute gibt es Minecraft-Livestream und wenn ich genug wach noch bin, also nicht zu müde bin, dann gibt es noch Path of Exile
sonst an Weihnachten sicher ein bisschen mehr. Und ja, können wir jeden Tag livestreamen. Ich bin genug fit. Ich gehe dann auch bald mal ein bisschen raus wieder. Ich muss, glaube ich, heute, denke ich mal, noch duschen. Morgen geht es nicht so gut. Und alles mögliche, mich neu bekleiden und alles. Ich habe jetzt in den letzten Tagen echt viel trainiert und die Kleidung muss schon gewechselt werden. Also, ich habe eben so viel gespielt, Path of Exile, dass ich gar nicht dazu kam, irgendwie mich zu pflegen. Das ist so schrecklich für mich. Ich kann nicht einen Tag aushalten, ohne mich zu pflegen. Ja, und ja, Chocobos können wir züchten, genau, super. Eben die Bienenwaben mal irgendwo wegmachen, damit kein Tier so geschwächt wird. Und dann die Tiere holen, hä? Alles Mögliche. Also wir haben viel zu tun. Aber jederzeit kann ich auch etwas Interessantes machen. Zum Beispiel Elf-Tools müssen wir mal machen. Und so weiter. Viel erkundet haben wir nicht. Ja, es ist jetzt gerade überirdisch. Weshalb ist der überirdisch? Wieso geht das nicht? Ach, Minimap. Wer versteht diese Minimap? Wieso ist die immer so verpackt? Haben wir einen Baum über uns? Nö. Vielleicht wegen den Wolken? Ach komm. Weiß es auch nicht. Gut. Ja. Also. Ich freue mich. Und ihr hoffentlich auch. Und jetzt möchte ich das Video nicht noch länger machen. 12 Minuten ist eigentlich recht gut. Dankeschön fürs Schauen. Alles weitere im Livestream. Muss mal schauen. Wahrscheinlich um 1 Uhr beginne ich den Livestream. Hä? Weil jetzt Ferien ist Heiligabend. Und wahrscheinlich hat es viele Leute, die einfach ein bisschen es öde finden und unbedingt etwas sehen wollen. Das habt ihr bei mir. Hä? Die anderen machen alle Ferien Let's Play. Also wirklich alle. Tschüss und schönen Heiligabend und Weihnachten euch. Und ein schönes neues Jahr für die, die mich nicht mehr sehen, weil sie auch in die Ferien gehen. Tschüss.